Pling, pling. Blöde Windows-Effekte. So. Hallo. Alohomora. Oder Soda. Dunkle Grüße und willkommen zurück zu einem weiteren Hogwarts Legacy Stream. Let's play, blubblibla. Alles zusammen. Voll gut. Ich bin so unglaublich modern. Das ist Wahnsinn. Ja. Ich war hier irgendwie auf dem Weg mit dem Dr. Fig, um Dinge zu tun. Und, naja. Eigentlich der wollte Raum ich heute. Ist übrigens die Kartenkammer. Und dort Danke. Erwartet uns ein Porträt von Percival Rackham. Professor Rackham. Ich freue mich darauf, ihn zu treffen. Schwierig. Wie ist dieser Jackdaw an die Seite aus dem Buch gekommen? Peeves hat sie offenbar gestohlen. Ach. Und Jackdaw stahl sie von ihm. Ah, Peeves. Ja, der sagt schon wieder. Da willst du mal was erzählen, da kommt er mir dazwischen hier, mein Game-Ich. Ja, nein, ich wollte eigentlich schon viel früher aufnehmen heute, aber ich habe es so endlich getan. Ich habe final meinen neuen Gaming-PC fertig konfiguriert. Das ist immer, der Weg ist das Ziel beim PC-Konfigurieren. Das hat eigentlich total viel Spaß, aber du hast auch Stress, weil du hast ja im Prinzip eine Art Datum im Kopf, wann du es fertig haben willst und so weiter. In Begleitung Egal. Macht Reisen gleich doppelt Spaß. Halt den Sattel. Jedenfalls habe ich das endlich getan, fertig konfiguriert, die letzten Fragezeichen eliminiert, mehr oder weniger. Und ich hoffe mal, das optimale Setting für meinen Bedarf ausgewählt und so weiter und so fort. Und muss das Ganze noch eben finalisieren. Das hat eben doch wieder mal länger als gedacht gedauert. Und deswegen bin ich jetzt hier. So, laut aktueller Schätzung ist er dann in circa einem Monat zusammengebaut und einsatzbereit. Und bei mir, und dann darf ich anfangen einzurichten, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Aber das habe ich ja schon mehrmals erklärt, das ist Horror. Es fängt an mit Antivirenprogramm, Office installieren, externe Soundkarte aktivieren, installieren, Steinberg, Cubase, Musiksachen, keine Ahnung was, Vegas, Produktion, OBS einrichten, ganzen Explorer einrichten, lauter Software installieren, es macht einfach keinen Spaß. Und, naja, das Zusammenstellen eines PCs macht mega Spaß, bis man den Preis sieht. Das die Freude, wenn nur das ist auch super, aber alles andere, boah. Mal schauen. Boah, es gibt gleich 10 Kasse Preisspann allein beim Gehäuse. Da ein gutes Gehäuse zu finden, was mir optisch gefällt. War sau schwer. Der gab es ja gesagt, für 400 Euro dachte ich mir so, boah, was für ein Kack. Die haben nicht mal 3 oder 4 USB-Frontanschlüsse. Ich brauche mindestens 2. Also eigentlich, ich hatte immer 3 oder 4 USB-Frontanschlüsse, weil ich die auch brauche tatsächlich. Man, jetzt hier gerade, glaube ich, auch plus 2 für einen USB-C-Front, was ich ganz merkwürdig finde, statt der neuen Entwicklung zu sein. Ob ich damit klarkomme, weiß ich noch gar nicht. Ich habe jetzt gerade auch 2 Sachen drin vorne. Wo ist sie jetzt nicht aktiv? Naja. 4 wären gut, oder findest du nicht? So, ich habe beim Gold noch was cool aussieht. Vom gleichen, wie jetzt, was ich auch habe, von Cooler Master für gerade mal knapp 100 Euro. Das ist aber alles Video, was ich brauche. Da muss man gar nicht so sehr in die Tasche greifen, tatsächlich. Aber ich hätte gerade mehr Front, tatsächlich. Es ist traurig, dass es so wenig gibt immer. Naja. Eines von vielen Wehchen und Problemchen, die ich bei der Erstellung Konfiguration jetzt hatte. Und jetzt Klappe zu. Sequenz. Eine Karte. Da ist Hogsmeade. Und hier der verbotene Wald. Und natürlich Hogwarts. Ja, klar. Wie beeindruckend. Ich sehe so krass aus. Mit der Maske. Also mein Design, mein Charakter ist mega gut. Oh ja. Doch, die Maske gefällt mir. Wenn du das nur sehen könntest. Ach, Hallöle, Samira und der Rest der Gruppe willkommen. Ja, ich habe leider gerade erst angefangen zu zocken. Ich habe es früher nicht geschafft, weil ich wie ich jetzt gerade erzählt habe, meinen PC, meinen neuen zusammengestellt habe. Aber naja. Guten Tag. Wo? Und erzähl mal Hallo, was. Hallo, Professor Rackham. Rackham. Wir haben das Buch auf das Podest gelegt, wie Sie wollten. Das ist mein Hi. Mentor, Professor Fig. Fig. Nee, nicht Fig. Fig. Wie geht es Ihnen, Professor Fig? Und Sie, junger Freund, verstehen jetzt, warum Sie mit dem Buch zurückkehren mussten. Ja. Ich verstehe jetzt auch, warum Sie diesen Raum Kartenkammer nennen. Ja, da Sie so weit gekommen sind, müssen Sie außergewöhnliche magische Fähigkeiten besitzen. Das sage ich jede Folge aufs Neue. Und dieses Potenzial und die Macht werden freigegeben, wenn Sie sich würdig erweisen. Bin ich schon längst. Die Standorte der 4 Prüfungen werden mit der Zeit auf der Karte erscheinen. Sie stellen sie auf die Probe und verschaffen ihnen Zugang zu unschätzbarem Wissen. Diese Prüfungen Alles müssen schon hier Sie drin. Allein absolvieren.
Aber ich habe Zuschauer, die helfen mir. Erinnern Sie sich an die Denkariumserinnerung aus meinem Gringotts-Gewölbe? Ich bin mal ehrlich. Ich habe es ja auch im Echtleben vergessen. Ich habe ja Dinge merken aus Spielen. Ha! Details. Ich weiß, dass ich die Erinnerung gesehen habe. Aber ich erinnere mich nicht an alle Details. Mein Freund Charles und ich sprachen vom Portschlüssel. Und von unseren Prüfungen für jene, die Spuren alter Magie sehen können. Ah, ja. Charles ist ebenfalls ein Hüter. Eine Bezeichnung, die wir uns schon vor Jahrhunderten gaben. In Anbetracht des Wissens, das wir streng geheim halten müssen. Bis jetzt vielleicht. Das heißt, der Weg von den Ruinen zu Gringotts, das Gewölbe, die verbotene Abteilung, die Suche nach dem Raum. Das alles waren keine Prüfungen. Haben wir alles schon gemacht? Sie waren ein wichtiger Teil des Weges. Aber keine Prüfungen. Dass sie so weit gekommen sind, ist jedoch ein gutes Zeichen. Finde ich irgendwie nicht so gut, wenn du was so sagst. Die Prüfungen sollen sicherstellen, dass die Macht und das Wissen, das wir so lange gehütet haben, nicht in die falschen Hände geraten. Sie testen ihre Fähigkeiten, angeborene und erlernte. Aber ebenso wichtig ist, dass alles, was sie bei den Prüfungen erleben, beeinflussen wird, was sie mit dem anfangen, das wir teilen. Zerstörung, Tod. Sie werden Geduld brauchen. Die Prüfungen lehren sie vieles. Das braucht Zeit. Ja. Zeit ist ein Luxus, der uns leider nicht vergönnt. Ich bin Zeitmagier. Läuft schon. Wir haben so lange gewartet, Professor Fig. Ein wenig länger kann... Bei allem Respekt, Sir. Ich weiß nicht, welches Geheimnis Sie hüten. Doch ich weiß, dass dieses Kind Spuren entdeckt hat. Spuren einer mächtigen schwarzen Magie, die von Kobolden angewandt wird. Und als wir ihr Verlies bei Gringotts verlassen wollten, trafen wir auf einen ungewöhnlich mächtigen Kobold, der diese Magie beherrschte. Vielleicht sind wir schon zu spät. Fürwahr, schlechte Nachrichten. Das sieht mir jedes Mal. Nun denn, vertrauen Sie Professor Fig? Ja. Dann lassen Sie uns angesichts Ihrer beachtlichen Fähigkeiten und bisherigen Erfolge beginnen. Sie finden die erste Prüfung auf der Karte unter Ihnen markiert. Professor Fig darf Ihnen helfen, die Prüfungen zu finden. Aber nur jemand mit unseren Fähigkeiten kann sie absolvieren. Ich bin sicher, der Professor ist bloß im Weg. Der soll mal zur Seite gehen. Wollen wir nachsehen? Ja, nee, geh weg. Ich brauch dich nicht. Ich kenne den Turm. Er ist nicht weit. Ja, sie das haben ihn vielleicht selbst gesehen. Mein Mantel macht Faxen. Ist bestimmt so ein... Wo war das? Wo war das? Wo war das? Wo war das denn? Der Mantel, genau, das war klar, Dr. Strange mit dem selbst, Mantel, der alles, kommt mir nicht bekannt vor, aber ich habe einen Turm gesehen, wenn es der Eulenturm ist, dann glaube ich tatsächlich ja. Er kommt mir bekannt vor. Vielleicht ist dieser Jungspund ja weiter gereist, als Sie denken. Als Ihr Mentor kann ich zumindest dafür sorgen, dass es sicher ist. Kommen Sie so bald wie möglich zu mir. Bin doch schon hier. Aber komm. Sie sagten, Sie kennen diesen Turm. Was können Sie mir über ihn erzählen? Nicht viel, fürchte ich. Ich bin schon oft an ihm vorbeigekommen. Er steht nördlich von Hogsmeade. Nein, da war ich doch noch nicht. Er scheint verlassen zu sein, wenn ich mich recht entsinne. Doch offensichtlich verbirgt er mehr, als man denkt. Ganz offensichtlich. Ist ja lag. Hätte ich gleich gewusst. Das habe ich sofort, als ich ihn nicht gesehen habe, gemerkt. Ich bin so schnell wie möglich bei Ihnen am Turm. Also gut. Seien Sie vorsichtig und sagen Sie niemandem, wohin Sie gehen. Ja, ich weiß. Ich sage ja nie jemand irgendwas hier. Ich schiebe mir so gebückt nach vorne. Das ist keine gesunde Haltung, junger Mann. Das geht so nicht. Wie so ein Bückling. Also dieser Mantel. Ist echt egal, wie du dich bewegst, du stehst wirklich vorgebeugt. Der hat... Ihr sagt ja, in jungen Jahren wird er schon Buckel kriegen, dieser gute... junge Mann. Jedenfalls, ja... Zeit, dass Sie Galatius, den Erstarrungszauber, lernen. Ja. Er ist ein effizientes Mittel, um eine hitzige Situation abzukühlen. Ha, 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 ha. Aber erst müssen Sie noch ein paar Aufgaben erledigen. Kommen Sie danach zu mir. Naja, immer das Gleiche. Das hier ist doch Hogwarts und das ist der Turm, aber Hogsmeade ist doch da hinten irgendwo. Sieht für mich nicht aus wie nördlich von Hogsmeade oder so, das hier... Das ist doch nicht Hogsmeade, das ist doch Hogwarts oder was? Ach, Leute. Irgendwas, das hier könnte... Nee. Ist das Hogwarts? Sieht so winzig aus. Ach, ich habe keine Ahnung. Wir werden das schon richtig gemacht haben. Sieht alles merkwürdig aus. Naja. Auf mit dir, du Tür. Oh.
Es war Magie. Ich habe es genau gesehen. Die Textur hat sich magisch vor mir aufgebaut. So, und da ich ja Ladebildschirme meiden möchte, so gut es geht und... Rebellion. Mann. Zumindest bis der neue PC da ist und ich... Verdammt nochmal, ich freue mich so auf den neuen PC, endlich den ganzen Mist hier nicht mehr haben. Auch wenn es ätzend sein wird, die ganzen Spiele erstmal runterzuladen. Oh, das kommt ja auch noch hinzu. Die ganzen Spiele wieder neu runterladen und keine Ahnung was installieren. Oh. Ich meine, es wird deutlich schneller als bei jetzigen Systemen gehen, wo ja auch die Festplatte der Flaschen erstmal runterladen war. Gar nicht mal die Bandbreite oder das Internet und so weiter, aber... Trotz alledem. Es wird dauern. Oh, ich habe so keinen Bock drauf. Oh, was ist denn hier schon wieder los? Ich habe so keinen Bock drauf. Aber wer schön haben will, der muss leiden, nicht? Warte, ich muss da lang gehen. Rebellion. Oh, nee, ich muss dem Kling hinterher. Ich komme dem... Oh, es hackt auch bloß wieder heute. Was ist denn... Das ist ja überhaupt nicht gut. Es tut mir wirklich leid. Ich wollte nicht. Die fliegen jedes Mal hier lang, die beiden. Naja, jedenfalls ganz, ganz schlimme Sache, das Ganze. Ach. Stirb. Ah, ist ein Geheimnis, habe ich schon gelöst. Rebellion. Ach, Ruhe da hinten. Das Telekom ist sowieso nicht ran. Das ist. Oh, es hackt ja. Das ist ja überhaupt nicht in Ordnung heute. Auftrag? Neues Duell? Okay. Gut zu wissen. Wo kommt das her? Aus, auf einmal? Ist das jetzt hier oben oder ist das. Warte kurz, hier ist irgendwas anderes. Hier war ich doch schon, oder was? Rebellion. Da hinten. War ich hier noch nie drin gewesen? Wer bist du überhaupt? Geh weg. Ich habe hier zu tun. Husch, husch. Fluff. Handbuch-Setter. Die erstmal geladen werden muss. Fenster der Geschichte der Magie. Auf diesen Buntglasfasern sind Merlin, die vier Gründer von Hogwarts, sowie verschiedene andere Hexen und Zauberer ihrer Zeit zu sehen. Interessant, dass Merlin hier speziell hervorgehoben wird, aber wir wissen ja, dass der gute Mann schon irgendwie eine höhere Rolle als die meisten anderen Zauberer in der Welt von Harry Potter spielt. Irgendwie. Auch wenn der Teil ist dazu nie bekannt worden. Schloss auf Stufe 1. Naja, gut. Ich weiß inzwischen ja, ich glaube, ich habe schon so eine Quest, wo ich das machen kann. Ich muss kurz auf meine Aufträge gucken. Wo wir dann alle Humore endlich lernen, um die ganzen blöden Schlösser aufzuknacken. Alter, ich habe das Menü aufgerufen. Jetzt komm schon. Habe ich erwähnt, dass der neue PC echt toll wird, wenn er erstmal fertig eingerichtet ist? Ich wünschte nur, ich könnte das Ganze überspringen. Lasse Ballon sehen. Was? Was? Noch keinen Ballon gesehen bisher, nicht einen einzigen, aber okay. Glacius. Wingardium Leviosa. Ich kann mich... Aber hier steht tatsächlich nirgendwo Alohomora. Dachte, ich hätte das irgendwo gelesen. Egal, ich weiß jedenfalls inzwischen so oder so, dass es durch Storyfile gestaltet wird irgendwann. Aber das war mir ja vorher schon mehr oder weniger klar. Glacius, ich kann mich nicht erinnern, das hier irgendwo gelesen zu haben. Bei Talenten fällt mir dazu ein. Müsste ja bei Zaubersprüche sein. Diffonio, Dipulso, Dissendo. Gesundheit, danke. Da war's, Glacius. Okay. Ist schon ein krasserer Zauber offensichtlich. Aber Level 16 bin ich längst durch. Ich könnte es also verbessern, wenn ich das dann hätte. Wäre mal ein netter... Die Treppe sieht vielversprechend aus. Ja. Rebellio. Wäre... Mal eine nette Alternative zu meinen Feuerzaubern. Die erste wäre geschafft. Achso, er hat sich jetzt erst, okay. Erste wäre, wieso habe ich da nicht das gleiche, was ich da auch habe? Warte mal kurz. Ergibt wenig Sinn für mich. Tauschen wir aus gegen, nehmen wir ruhig Incendio rein da drüben, ne? Guter alter Incendio-Zauber. Klar, relativ wenig praktikabel aktuell, aber... Verlassen nicht alles. Es sind bloß Geister überall. Oh, ey, langsam reicht's mir. Weißt du was? Ich glaube, ich weiß, woran das liegen könnte, dass es so extrem schlimm ist gerade. Ich bin der Meinung, ich hatte an den Grafikaktionen rumgespielt beim letzten Mal, weil ich mir dachte, so, ah, was soll's, das läuft schon. Nee, habe ich nicht. Mittel hatte ich, ja. Mittel ist schon traurig genug eigentlich. Ich meine, per se schafft mein System das.
Ich glaube, es ist tatsächlich hauptsächlich gerade die Festplatte, auf der es läuft, die alles nicht schnell nachladen kann. Das ist das Hauptproblem. Ist halt eine alte, nein, nicht SSD, HDD natürlich, auf der das Spiel läuft. Und, Alter, das geht einfach gar nicht gerade. Es hackt nur. Es hackt, es hackt, es hackt. Da fällt mir ein, ich sollte... Oh, hab ich auf dem einen gegrillt. Ich bin kurz davor, es sein zu lassen. Aber ich wollte was anderes testen. Nämlich die Schatzkarte. Es gab nämlich irgendwo eine Schatzkarte. Also, ne, darauf wurde ich hingewiesen von der guten Kurin. Ich weiß noch nicht, wo das war. Schatzkarten. War das nicht das gewesen, was ich gerade hatte? Auftrag. Auftrag, Auftrag, Auftrag. Finde das Gemälde von Arthurs Schatzkarte. Ach so, ich muss also... mit einem Ring an der Spitze. Aber es sieht doch hier ganz anders aus, als was ich da vorhin gemacht habe. Oh Mann. Wo habe ich es gerade gefunden gehabt? Ach, die Schatzkarte ist schön. Ja, wo habe ich sie gefunden? Da, ne? Nein, habe ich nicht. Verdammt! Wo war die denn gerade? Ah, da. Schatzkarte von Arthur. Aber ist... Nein, ist sie ja gar nicht. Die ist von Arthur. Das Gemälde. So. Der Hinweis war trotzdem, du kommst aus Hogwarts raus bei der Treppe. Inventar. Ja, dankeschön. Der Hinweis war, ich komme hier raus. Ah. Ah. Hand völlig falsch spaziert. Und da ist dann ein... Es kann doch nicht sein. Alter. Nee, heute ist echt der Wurm drin. Ich komme da raus. Und da ist dann gleich eine Treppe, wurde mir gesagt. Oh, das hier ist neu. Das kenne ich schon, aber es ist neu platziert worden. Und da ist dann die Treppe. Also bestenfalls ist das Gemälde dann da hinter der Treppe, über der Treppe, hier drin. Aber da war ich ja auch schon gewesen und da war weiter nichts. Gucken wir uns das Gemälde doch nochmal an. Auf unserer Schatzkarte. Da. Wusch muss ich machen damit. Also wahrscheinlich was tatsächlich. Also ein Baum mit einem Haus. Und einem interessanten Rahmenbogen. Sehe ich hier schon mal nicht. Jetzt gucken wir nach dem Bild. Ich habe jetzt noch nach dem Rahmen geguckt, aber... Nee. Hier ist definitiv alles bloß irgendwelche Quidditch-Spieler. Also mir völlig egal. Dieser Hinweis bleibt bescheiden. Wenn ihr irgendwo... Mal eben so aufmachen, das Ganze. Komm, zack. Der letzte Hinweis zeigt ein... Nee, es ist aber tatsächlich nicht das, was ich vorher hatte. Das ist ein anderer Hinweis. Habe ich das doch schon? Ja, ja, ich habe da mehrere abgebildet, das weiß ich auch. Aber zuletzt hieß es immer, der letzte Hinweis, den ich hatte, war hier an der Treppe. Jetzt steht da was ganz anderes da auf einmal, was ich sehr irritierend finde. Denn ich kann mir nicht erinnern, hier jemals was gefunden zu haben. Habe ich auf einmal Fly versehentlich einfach so mit eingesteckt? Ich weiß es nicht. Aber gut, dann laufe ich mal einfach dem Pfeil jetzt nach. Dann bin ich einfach das Ganze völlig falsch angegangen von Anfang an und keine Ahnung. Finden wir es doch raus. Ja, weil genau dieses Gebiet hier... Die erste wäre geschafft. Diese runde lila Bubble da, die habe ich da draußen auch gehabt, bin ich der Meinung. Die erste wäre geschafft. Die erste was? Das sieht aus wie das Porträt auf der Karte. So einfach ist es. Also, wo ist der Schatz? In dem Porträt war eine Tür versteckt. You don't say. Meins. Was ist wohl aus Arthurs Suche geworden? Echte Historienuniform. Kehre zur Abfahrt zurück. Okay, cool. Aber wann habe ich denn das mit der Treppe gelöst? Ganz im Ernst. Oh, warte mal kurz. Das habe ich gar nicht gesehen gerade. War der schon fertig? Lumos. Ich glaube nicht. Löwenstatue. Und Blume. Erfahrungsgemäß ist es nie so weit weg. Aber garantiert auch nicht hinter irgendeiner Tür versteckt. Mit garantiert meine ich wahrscheinlich. Wahrscheinlich meine ich ganz gewiss. Und wenn doch, dann müsste aber so sein, denn hier sind überall Türen.
Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es so weit weg ist. Normalerweise waren die Mod bisher immer relativ dicht dran. Vielleicht gehe ich sogar eher noch nach oben. Wobei, ist hier eine Tür? Natürlich ist da eine Tür. Tierwirt. Was? Was? Wie? Was? Die erste wäre geschafft. Ja, ist auch gut.